Sie haben das ja schon gut eingeleitet und mitten ins Thema reingebracht. Und auch schon das kritische Denken angesprochen, was heute auch mit thematisiert werden wird. Ich habe ja drei Dinge, kritisches Denken, Forschungsorientierung und selbstständiges Lernen in ein Paket gepackt. Dazu kommt noch ein vierter Punkt nachher dazu. Das kann ich natürlich nicht systematisch behandeln, sondern ich werde versuchen, das ein bisschen historisch zu behandeln. Wir haben gedacht, angesichts dieses fulminanten Geburtstages, das die Universität Wien gerade feiert, dass wir auch ein historisches Thema nehmen und uns ein bisschen mit Traditionen beschäftigen. Also wo kommen eigentlich diese Traditionen des kritischen Denkens, der forschungsorientierten Orientierung und des selbstständigen Lernens her? Aber Traditionen haben sehr viel auch mit der Gegenwart zu tun. Traditionen sind das, was uns prägen. Wir beschäftigen uns nicht so gern mit Traditionen an den Universitäten, weil wir sind lieber nach vorne und in die Zukunft gerichtet. Aber unsere Traditionen sind das, was unser Bewusstsein ausmachen, unsere Werte und auch sehr stark unsere Gefühle bestimmt. Und bei Bologna haben wir gesehen, was passiert, wenn die Politik an unseren Traditionen sägt. Und das hat Bologna ganz kräftig gemacht. Ja, es ist nachher nicht so heiß gegessen worden wie gekocht. Vieles von dem, was Bologna anfangs wollte, ist anders herausgekommen schlussendlich. Und wir haben in diesem Ganzen, im Zug mit der Auseinandersetzung von Bologna, auch wieder zurück zu dem gefunden, was wir als Hochschulen eigentlich wollen, was eigentlich unser Auftrag in der Lehre ist und was unsere Lehrtraditionen sind. Und es hat sich gezeigt, dass das gar nicht gegen Bologna gerichtet ist, sondern dass es sich durchaus auch mit Bologna vertragen kann. Ein Punkt, der sehr typisch ist für unsere Tradition, ist ja der Punkt der Verschulung. Verschulung ist ein Begriff, bei dem alle Akademiker eine kleine Gänsehaut bekommen, nach wie vor. Solange ich an Universitäten gewesen bin, war Verschulung immer ein Schreckenswort. Und die Frage ist, wo kommt das denn her? Wenn man irgendwo außerhalb der deutschsprachigen Kontexte geht, ist das kein Schreckenswort. Dort sind die Universitäten selbstverständlich verschult. Es sei denn, man geht nach Skandinavien. Aber bei uns ist Verschulung etwas Unangenehmes. Man kann dieses Wort Verschulung nicht einmal ins Englische übersetzen. Ich habe alles probiert. Und selbst wenn man es könnte, würde es dort niemand schrecken. Aber für uns ist Verschulung etwas, was wir nicht wollen. Und das hat sehr stark mit unseren Traditionen zu tun. Ich hoffe, dass Sie am Ende meines Vortrags verstehen, wo es herkommt, warum es entstanden ist und auch vielleicht einen etwas lockereren und reflektierteren Umgang damit haben. Also, ich will ein bisschen auf unsere Traditionen eingehen, aber zunächst auch noch mal etwas über meine Perspektive auf das Geschehen sagen. Ich bin also Schreibdidaktiker, habe in meinem Vorleben, in meinem wissenschaftlichen Vorleben, bevor ich Schreibdidaktik gemacht habe, verschiedene Erfahrungen gemacht, die ich kurz einbringen möchte. Dazu gehört einmal 10 Jahre als Studienberater an einer großen Berliner Universität, wo wir in der Studienberatung sehr viele Studierende hatten, die wegen Schreibproblemen kamen. Es wurden immer mehr. Und wir haben anfangs angefangen, diese Schreibprobleme mit psychotherapeutischen Mitteln zu behandeln. Die kamen schon wegen Schreibängsten. Aber wir haben schnell festgestellt, wenn man die Angst wegmacht, können die immer noch nicht schreiben. Das hängt nicht ursächlich zusammen. Da haben wir angefangen, Schreibkurse. Michael, du lachst. Bei Redeängsten geht es. Ja? Die Leute können reden, aber sie haben Hemmungen. Beim Schreiben sind es nicht die Hemmungen.
ja, sondern das Unvermögen zu verstehen, wie man einen Text aufbaut und welchen Normen so ein Text folgen muss. Ja. Wir haben dann angefangen, Schreibkurse zu machen für unsere Studierenden und haben sehr schnell gesehen, das ist eigentlich ein didaktisches Problem, das gehört nicht in die Studienberatung, das gehört in die Lehre hinein. Ja. Immerhin, in dieser Zeit habe ich festgestellt, also mit wie vielen Problemen das Schreiben verbunden sein kann. Und wir haben neben der Beschäftigung mit den Schreibproblemen auch angefangen, uns zu organisieren mit anderen, die sich mit dem Schreiben beschäftigt haben und haben so eine Art Community von Schreibdidaktikern aufgebaut. Frau Kosik hat das schon angesprochen. Wir haben also, da muss ich anfangen, anfangs ein Buch geschrieben, in dem ich diese Studienberatungserfahrungen vermittelt habe. Keine Angst vor dem leeren Blatt, da ist also das emotional-psychologische auch noch im Vordergrund, wenn es auch mittlerweile rausgeflogen ist. Dann haben wir ein Buch Schlüsselkompetenzen schreiben, schon zu mehreren geschrieben, das waren die Ergebnisse von mehreren Tagungen. Und schließlich haben wir uns auch international organisiert und da kam ein Buch sehr zum Tragen von John Bean, Engaging Ideas, The Professor's Guide to Integrating Writing, Critical Thinking and Active Learning. Sie merken also, dass das ein Vorbild ist für das, was ich auch heute präsentiere. Also das Schreiben in Beziehung zu setzen, eigentlich mit wissenschaftlichem Erkenntnisgewinn. Und es nicht sozusagen als eine isolierte Fähigkeit anzusetzen, die zum wissenschaftlichen Denken und Arbeiten irgendwann dazukommt. Das ist integraler Bestandteil davon. Und wenn man nicht schreiben kann, dann fällt einem auch das wissenschaftliche Denken und das Studieren schwer. Eine zweite Erfahrung, die ich Ihnen noch mitteilen möchte, die war ein bisschen gegenläufig. Ich war mal 10 Jahre Professor für Psychologie der sozialen Arbeit, da haben wir Sozialarbeiter ausgebildet und wir haben nach dem Studium, also vor allem bei der Abschlussprüfung, unsere Studierenden oft gefragt, wovon habt ihr denn jetzt eigentlich im Studium am meisten profitiert? Wir haben immer 2 Antworten bekommen, ganz regelmäßig, wie bestellt. Das erste war aus dem Praktikum. Von den 4 Jahren mussten die 1 Jahr in die Praxis gehen und sie haben in der Praxis eigentlich wie Mitarbeiter in irgendeinem Betrieb arbeiten müssen. Das war etwas, was sie verändert hat. Wenn die aus dem Praktikum zurückkamen, waren die auch wie verwandelt. Ja, waren plötzlich selbstbewusst und wussten, was sie aus dem Studium haben wollen. Und das Zweite waren die Arbeiten, die sie geschrieben haben. Und zwar trotz der Tatsache, dass sie an diesen Arbeiten sehr gelitten hatten. Ja, wie jede wissenschaftliche Arbeit hatten sie große Probleme mit. Aber das war das, was ihnen im Gedächtnis geblieben ist, das, was nachhaltig von den 4 Jahren Unterricht übrig geblieben ist. Meine tollen Vorlesungen, ja, meine schönen Seminare, meine wunderbaren Trainingsveranstaltungen, die hatten sie gar nicht mehr im Gedächtnis offensichtlich. Ja. Die sind also unter ferner Liefen. Das, was sie selber gemacht hatten, das war das, was sich bei ihnen eingeprägt hatte. Und wenn man genauer hinschaut, dann ist das, was sie genannt hatten, auch nicht nur etwas, wo sie aktiv waren, es ist nicht nur aktiver Unterricht, den hätten sie auch bei mir in einem Training haben können, da wurden sie immer ordentlich rumgescheucht. Es waren Tätigkeiten, die sie selbst organisieren mussten, wo sie Risiken eingehen mussten und wo kein pädagogisches Geländer da war, an dem sie entlang gehen konnten. Wohl gab es eine Anleitung, gerade für solche Studienaktivitäten, wo die Studierenden selbst etwas machen müssen, sollte man sie auch von Ferne wenigstens anleiten und ihnen irgendwie so einen doppelten Boden geben. Aber offensichtlich sind diese authentischen Erfahrungen die am nachhaltigsten wirken. Und wenn man nochmal schaut, was das bedeutet,
dort haben wir auch schon das, was gerade beim Schreiben wichtig ist, dass sie nämlich selbst aktiv werden müssen, selbst Wissen zusammensuchen müssen, lesen, recherchieren müssen, selbst einen Text gestalten müssen. Sie müssen nicht reproduzieren, sondern konstruieren. Dass sie sich zweitens mit einem Text kritisch auseinandersetzen müssen, wenn ich ihnen einen Text gebe, den sie lesen müssen, egal wie gut er geschrieben ist, haben die immer nur eine halbe Gehirnhälfte, mit der sie den Text lesen. Die andere ist meistens mit was anderes geschäftet. Wenn sie schreiben müssen, brauchen sie das ganze Gehirn. Es heißt, sich auf Forschung und wissenschaftlich gewonnenes Wissen zu beziehen. Also sie müssen es nicht nur zusammentragen, sondern sie müssen auch schauen, was ist eigentlich wissenschaftlich, welches Wissen kann ich denn verwenden, was ist valides Wissen, was ist zuverlässig gewonnenes Wissen. Und sie müssen mit anderen zusammenarbeiten, auf verschiedene Art und Weise, und sich auf andere beziehen. Und das sind die vier Punkte, die auch, ich auch am Anfang genannt habe, die eigentlich die Grundlage auch der Frage sind, warum wir denn Studierende schreiben lassen. Denn das Schreiben ist eine der ineffizientesten Lernarten, die es gibt. Wenn ich einen schönen Text mache und gebe ihn meinen Studenten, dann haben die das in kürzester Zeit gelesen. Aber sie vergessen es auch genauso schnell. Wenn ich ihnen einen Auftrag gebe mit einem Thema, was sie interessiert, und schicke sie in die Bibliothek, dann brauchen sie viel, viel länger dazu. Aber das Wissen, was sie dabei gewinnen, das bleibt, das prägt sich ihnen ein und das strukturiert auch ihr Denken, wenn nicht gar ihr Gehirn. Also das, was wir aktiv machen, gestaltet unser eigenes, nicht nur Bewusstsein, sondern es schafft auch Strukturen im Bewusstsein. Mit diesen Punkten sind wir schon fast da, wo dieser Vortrag eigentlich hinführen soll, nämlich zum Seminar. Ich glaube, dass Seminare auf der Erfahrung beruhen, dass man, wenn man Studenten in die Bibliothek schickt, mit einem Thema, was sie interessiert, dass sie dort auch sich festbeißen. Sie fangen auf einmal an diesem Thema zu arbeiten. Sie lesen wie die Goldgräber. Ja, sie sind plötzlich hinter so Bergen von Büchern verschanzt. Und sie suchen aus den Büchern das Wissen zusammen, was sie brauchen. Ganz anders, ein ganz anderes Leseverhalten, als wenn man ihnen Texte vorgibt. Ja, das ist meist passives Lesen und nicht aktives, engagiertes Lesen. Und wenn wir jetzt anschauen, wie Seminare entstanden sind, so kommen wir dazu, dass dieses Prinzip des aktiven, selbstständigen Lernens, wie es dem Seminar zugrunde liegt, eigentlich schon vor 200 Jahren fix und fertig vorhanden war. Entwickelt von diesem Herrn Friedrich August Wolff. Friedrich August Wolff war ein Professor für Beredsamkeit und Pädagogik und hat, glaube ich, 1787 den Auftrag bekommen, ein Seminar zu gründen in Halle. Und hat dieses Seminar bis 1806 geleitet. Dann kam Napoleon und hat die Hallenser Universität zugemacht. Und Friedrich August Wolff kannte das Vorbild für dieses Seminar, das war das Göttinger Seminar, das 1737 gegründet worden war, aber das wie alle anderen Seminare ein Lehrerbildungsinstitut war. Wurden also Lehrer in allerlei Kompetenzen ausgebildet. Und Wolff hat dieses Seminar in ein wissenschaftliches Seminar umgebaut. Er hat gesagt, ich bilde nicht Lehrer aus, sondern ich bilde Altertumswissenschaftler aus. Er selbst war Altphilologe, Altertumswissenschaftler und er ist derjenige, dem wir die Erkenntnis verdanken, dass es Homer wahrscheinlich gar nicht gegeben hat, sondern dass der Name Homer nur ein Deckname für eine ganze mehrere Generationen von Autoren oder Sängern war, die diesen Stoff damals entwickelt haben.
Und Wolf hat also Prinzipien entwickelt, wie man in einer kleinen Gruppe eine wissenschaftliche Ausbildung organisieren kann. Und diese Prinzipien waren erstens Förderung der Selbsttätigkeit der Studierenden. Das war damals gar nicht so sensationell neu. Wir erfinden es derzeit wieder neu, aber zur gleichen Zeit hat das auch Pestalozzi in Zürich vertreten. Der hat ja selbstständiges Lernen mit in der Volksschule gemacht. Wissen nicht aus zweiter Hand zu erwerben, sondern Wissen von den Studierenden selbst entwickeln lassen. Das war schon tatsächlich eine Neuerung und hing auch damit zusammen, dass Wolf ihnen Zugang zur Fachliteratur geschaffen hat. Bibliotheken waren damals nicht zugänglich für die Studierenden. Bibliotheken hatten nicht mal einen Katalog, ja, sondern der Bibliothekar war der beste Wissenschaftler, weil der musste wissen, was in all den Büchern drinsteht. Konnte man nicht hingehen und was rausholen, sondern man musste den Bibliothekar fragen, was wo drinsteht. Gestaltung eines attraktiven Gruppenklimas. Er hat 12er-Gruppen genommen, die waren 2 Jahre zusammen in dem Seminar. Es schieden immer welche aus, andere kamen nach. Und er hat dafür gesorgt, dass er seine Zöglinge, seine Seminaristen gut in Kontakt miteinander brachte. Er ließ die Seminaristen selbst Unterrichtsvorträge halten. Das wurde für alle zur Verpflichtung. Kennen Sie auch aus den Seminaren heute noch. Er hat die Älteren als Tutoren für Jüngere eingesetzt. Er war damals schon vertraut mit den Tutorensystemen in Oxford und Cambridge. Die waren damals schon bekannt. Das ist ein etwas anderer didaktischer Zugang. Hat das aber, oder hat es wenigstens teilweise übernommen. Er hat den Unterricht aktiv gestaltet durch Übungen und er hat gemeinsame angeleitete Forschung gemacht. Wobei man nie so genau weiß, was waren Übungen, was war noch Übung, was war schon Forschung. Dieses Konzept war also 1806 voll entwickelt, wenigstens teilweise publiziert, aber es war bekannt. Wolf war einer der bekanntesten Hochschuldidaktiker in dieser Zeit. Und das Erstaunliche ist nun, dass dieses Seminar nicht die Folge von Humboldts Vorschlag der Verbindung von Forschung und Wissenschaft war. Denn als Humboldt das propagiert hat, 1810 bei der Gründung der Berliner Universität, war das schon da. Es ist die Ursache davon. Humboldt war ein guter Bekannter von Wolf, hat Wolf bewundert, er hat ihn als Lehrer engagiert, war also bestens mit seinen Schriften vertraut und wir müssen annehmen, dass Humboldt dieses Konzept der Verbindung von Forschung und Lehre von Wolf übernommen hat. Und interessant ist jetzt, dass wir nachverfolgen können, wie das Seminar als sowohl eine organisatorische Einheit als auch ein Unterrichtsgefäß, wie es sich in den nächsten 200 Jahren langsam Stück für Stück in der Hochschullehre etabliert hat und so ab 1900 etwa, die Hochschullehre auch weitgehend dominiert hat. Das möchte ich Ihnen noch in Umrissen zeigen, wie das passiert ist. Zunächst aber noch mal einige andere Aspekte von Wolfs Wirken, die auch ihren Nachklang haben. Sein Motto war, sei geistreich und wisse Geist zu wecken. Die Grundlage seiner Verfahren, seiner Umgangsweise mit den Studierenden. Obwohl er so einen klaren, festen, starren Rahmen geschaffen hat, war sein Motto, unterhalte dich auf eine intelligente Art und Weise und provoziere sie. Ja? Da steckt also die Begegnung sehr stark drin, als auch die Auseinandersetzung und der Versuch, die Studierenden nachzuziehen. Er war ein starker Befürworter charismatischer Lehrerfiguren. Sein Modell eines einzelnen Seminarleiters hat sich auch lange, lange, lange durchgesetzt. Es gab Versuche, Schleiermacher hat versucht, das kollektiv zu machen, aber die Einzelfiguren haben sich durchgesetzt. Er hat
Er hatte keine Probleme mit einer Elitevorstellung und sagen, nur die Besten sollen in die Seminare kommen. Er hat sie ganz klar ausgewählt nach ihrer vorherigen Leistung. Und er hat von Anfang an das Schreiben als Kern des Unterrichts und als ständige Verpflichtung aller Seminaristen etabliert. Und dieses letzte Element ist das, was dem Seminar auch am nachhaltigsten geblieben ist und was auch in allen späteren Seminaren erhalten geblieben ist. Nun, wenn man sich diese Regeln anschaut, die Wolf vorgegeben hat und die auch in vielen Seminaren erhalten geblieben sind, stellt man fest, dass bei diesen Verfahrensweisen diese studentische Freiheit, die Humboldt und Schleiermacher propagiert haben, mitnichten gegeben ist. Dieses Seminar war auch ein Gegenprogramm zu der totalen Freiheit. Humboldt und Schleiermacher, die wollten, dass die 2,5 Jahre, 3, 4 Jahre, egal wie lange das Studium dauert, studieren und dann eine Abschlussprüfung haben. Volle studentische Freiheit in dieser Zeit. Ich selbst habe auch noch so studiert. Nach 2,5 Jahren eine Prüfung, nach 5 Jahren nochmal. Nicht eine, 8 Prüfungen. Ja, dazwischen konnten wir machen, was wir wollen. Das war also das Grundmuster des Humboldtschen Programms. Während man bei Wolf jede Woche da sein musste, man musste etwas gelesen haben, man musste Forschungsarbeiten mitmachen, man musste Papiere abliefern und wer seine Papiere nicht rechtzeitig abgeliefert hatte, der flog raus. Also sehr viel mehr Verbindlichkeit, Verpflichtung. Und schon im 19. Jahrhundert findet man also eine ganze Reihe von Auseinandersetzungen darüber, ob das Seminar eigentlich in diese Humboldtsche Konzeption hineinpasst. Ja. Wir finden also ein Stück Verschulung in der großen Freiheit, die Humboldt für das Studium schaffen wollte. Er hat es ja nicht überall geschafft, allenfalls in den Geisteswissenschaften, also in der philosophischen Fakultät, in der Medizin hat das ja nie Fuß gefasst. So, schauen wir nochmal die Charakteristika an, damit Sie auch verstehen, warum denn diese Seminare die Hochschulentwicklung so nachhaltig beeinflusst haben. Seminare waren anfangs auch Institutionen. Sie hatten ein Reglement, was vom Ministerium genehmigt war, und sie mussten jedes Jahr Berichte ans Ministerium schicken. Deshalb wissen wir sehr viel über die Seminare. Andere Lehrveranstaltungen brauchten das nicht. Wir haben keine Informationen. Anfangs ein Leiter, nach 1912 gab es auch Seminare mit mehr Leitern. 8 bis 15 ausgewählte Teilnehmer, 2 bis 6 Stunden Unterricht pro Woche, 2 bis 3-jährige Mitgliedschaft. Also Seminare wurden kleine Institute, Institutionen, erst in der großen philosophischen Fakultät, die ja ein Viertel der ganzen Universität ausmachte. Und aus diesen Institutionen, aus diesen kleinen Binnenstrukturen, haben sich dann langsam Stück für Stück erst die Fächer und dann die Institute, die zu diesen Fächern gehören, herausgebildet. Alle erhielten eine exklusive Seminarbibliothek, die nur für die Seminaristen zur Verfügung war. Das ist auch etwas, was das Seminar am Anfang definierte. Studium von Originalquellen gehörte immer dazu. Und Schreiben von Seminararbeiten als Verpflichtung für alle Studierenden war auch essentiell. Und bis heute sind die Seminararbeiten auch Arbeiten, die darauf beruhen, dass man vieles zusammenschreibt, was man gelesen hat. Das ist eine bestimmte Textpraktik, eine Schreibpraktik, die sich da entwickelt hat. In England und USA hat sich eine andere Praktik entwickelt, nämlich die Essays. Essays sind argumentative Texte, eher noch Texte, wie sie in der Schule verwendet werden, bei denen man, sind kürzere Texte, wo man also zu einer Lehrveranstaltung mehrere Essays im Verlauf des Semesters schreibt und im Prinzip mit dem Material umgeht, was im Unterricht aufgetaucht ist. Seminararbeit wurde neben dem Unterricht meistens in der unterrichtsfreien Zeit geschrieben. Ich glaube, das ist bis heute so. Die Arbeiten wurden anfangs im Seminar diskutiert, da gab es verschiedene Regelungen. Manchmal wurden sie vorgelesen, manchmal zirkulierten sie unter den Studierenden.
Es gab also Feedback darüber. Und eigentlich alle Seminare haben auch Übungen und Forschungsaktivität eingeschlossen. Aber wie gesagt, es war nie so ganz genau klar, wo das eine aufhörte und das andere anfing. Angesiedelt waren die Seminare im Kernbereich der Disziplinen und sie waren Entwicklungsmotor für die Entstehung neuer Disziplinen. Also, ich zeige Ihnen nachher noch, welche Disziplinen das sind. Für die Hochschulentwicklung bedeutet es eine hochgradige Spezialisierung und Differenzierung. So ein Philosoph um 1800 war auch für die Naturwissenschaften zuständig, da gab es kaum Grenzen. Alles, was in die philosophische Fakultät gehörte, konnten sie machen. Da wurde das Wissen und die Wissensentwicklung spezifischer. Daraus sind Institutionen entstanden. Vermutlich das Wichtigste, was daraus entstanden ist, ist, dass die Hochschullehrer selber Forscher werden mussten. Wer ein Seminar leitete, musste in der Lage sein, Forschung anzuleiten und musste dementsprechend auch Forschung reflektieren. Und das war wiederum ein wesentliches Element der Etablierung der Forschungsuniversität und der Ausbildung von wissenschaftlichem Nachwuchs. Anfangs war also diese Ausbildung von Nachwuchs ins Studium integriert. Erst als die Seminare für alle zugänglich wurden, wurde der wissenschaftliche Nachwuchs dann ins Doktorat, die Förderung des Nachwuchses ins Doktorat ausgelagert, was auch so um 1800, zwischen 1830 und 1850, also eine zusätzliche Abschlussarbeit wurde, soweit ich weiß, auch an der Berliner Universität. Ja, gleichzeitig wurde damit eine eigene Forschungs- und Unterrichtskultur etabliert, die immer dominierender wurde. Und hier sehen Sie jetzt die Seminare, die zwischen 1812 und 1870 in Preußen entstanden, in Österreich und Bayern entstanden noch weitere. Da sehen wir, wenn wir nur auf das Fach schauen, dass wir am Anfang sehr viel Philologie, Theologie haben. Später kommen dann Geschichte dazu, 1832, erste in Königsberg, Mathematik, Physik, Naturwissenschaften und dann wieder Theologie. So ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts haben wir sehr viel Naturwissenschaft, zunächst sehr viel historische Seminare, eine ganze Menge an philologischen Seminaren und dann kommen die anderen geisteswissenschaftlichen Fächer noch mit dazu. Wenn wir uns schauen, wie die Entwicklung von 1870 an weitergeht, da gibt es eine Zusammenstellung von Frau Palacek aus der Universität Tübingen. Da sehen Sie die dunkelblauen Balken, die Anzahlen der Vorlesungen, und die hellblauen Balken, die Anzahl der Seminare und Übungen. Sie sehen, dass beide zugenommen haben, aber dass über die gesamte Universität die Anzahl der Seminare überproportional zugenommen hat. Und das ist die ganze Universität, also da ist Medizin, Recht und so weiter auch mit dabei. Wenn man es nochmal einzeln aufspleist, sehen wir oben die naturwissenschaftliche Fakultät. Auch da sehen wir einen kräftigen Zuwachs, sodass 1930 schon beide Vorlesungen und Seminare schon etwa gleichgewichtig vertreten sind. Bei den Geisteswissenschaften ist sogar die Anzahl fast identisch. Also wir haben im Verlauf von 130 Jahren eigentlich eine flächendeckende Verbreitung dieses seminaristischen Unterrichts in allen Fächern. Nun stehen da Seminare und Übungen, da gehört noch etwas anderes dazu. Und da müssen wir einen Moment schauen, was denn eigentlich die Naturwissenschaften gemacht haben. Hatten die auch Seminare? Sie sehen oben naturwissenschaftliche Fakultät, da ist die Anzahl der, sagen wir mal, Praxis, der mehr praktischen, übungsbezogenen Veranstaltungen auch sehr stark gestiegen. Die Seminare haben tatsächlich anfangs auch dabei geholfen, die Unterrichtsformen in den Naturwissenschaften nachhaltig zu verändern. Eines der wichtigsten Seminare dafür und auch eines der ersten war das Seminarium für die gesamten Naturwissenschaften in Bonn 1825. Das war das erste von mehreren naturwissenschaftlichen Seminaren. Es war eine neu gegründete Universität.
die Rheinlande waren zu Preußen geraten, obwohl sie stockkatholisch sind. Preußen wollten dem Rheinland was Gutes tun, haben also eine neue Universität in Bonn geschenkt und haben sie gleich also großzügig mit Seminaren ausgestattet. Dazu gehört auch dieses. In diesem Seminar waren 5 Disziplinen gleichzeitig vertreten, von Chemie, Physik und noch ein paar, ich kriege sie im Moment gar nicht zusammen. Die haben ein dreijähriges Curriculum, ein dreijähriges naturwissenschaftliches Curriculum geschaffen, was wiederum einen Sonderstatus innerhalb des normalen Unterrichts hatte. Die Studenten mussten auch 3 Stufen durchlaufen, am Anfang zuhören, Vorlesungen mitmachen, dann durften sie schon sich aktiv beteiligen und im dritten Jahr mussten sie dann selbst aktiv forschen, die anderen Studierenden unterrichten. Das war also ziemlich ähnlich wie in den anderen Seminaren, außer dass eine Gruppe von 5 Disziplinen daran beteiligt war. Sie sehen, wenn Sie den letzten Punkt, 1887 wurde dieses Seminar geschlossen. Es hat sich immer mehr Streit unter den Teilnehmern ergeben, um es mal ganz einfach zu sagen. Im Laufe dieser Zeit hat jede der 5 Disziplinen ihr eigenes Labor bekommen und hat in diesem Labor Unterricht gemacht. Und irgendwann wurde das gemeinsame Dach, das Seminar, überflüssig. Jedes der Fächer wurde eine eigene Disziplin, jedes hat eine eigene Ausbildung begonnen. Und aus dieser Hilfe, die das Seminar am Anfang für die Konstituierung geleistet hat, wurden dann einzelne Disziplinen. Ein ähnlicher Fall, der auch sehr instruktiv ist, ist das mathematisch-physikalische Seminar in Königsberg, Franz Ernst Neumann. Auch hier reduziere ich das mal sehr stark. Der hat anfangs ein Seminar gemacht, ein Kollege hat die Mathematik, er hat die Physik gemacht und er hat am Anfang den Studierenden völlige Freiheit gegeben, darin Dinge durch Experimente zu erforschen. Er hat mit denen also Optik durchgesprochen, dann hat er sie ins Labor geschickt und hat gehofft, dass sie vernünftige Laborforschung machen. Das fand aber nicht statt. Er hat immer seine Berichte nach Berlin geschickt und irgendwann haben sie ihm einfach das Geld gestrichen, weil sie gesagt haben, deine Studenten lernen ja gar nichts bei dir. Ja. Daraufhin hat er sich überlegt, was eigentlich schief läuft, und er hat angefangen, den Studierenden bestimmte Experimente vorzugeben, die sie nachvollziehen mussten. Ja. Also eine ganze Reihe von Experimenten zur Optik. Und das funktionierte auf einmal. Also er musste, damit das erfolgreich wird, das Experimentieren sehr viel genauer anleiten. Aus dieser Sequenz von Anleitungen wurde das physikalische Praktikum, was von diesem Zeitpunkt an eigentlich von allen anderen physikalischen Instituten übernommen wurde und was seitdem so ein Grundbestandteil der Physikausbildung ist. Wieder sind wir dabei, dass da ein bisschen mehr Verschulung dazu kam, damit das Seminar funktionieren kann. Ja, verbindliche Vorgaben und Hilfen dabei, bestimmte Dinge nachzuvollziehen, die für das Experimentieren gebraucht wurden. Andere Disziplinen und die physikalischen Institute, chemischen Institute in vielen anderen Universitäten haben nicht diesen Schritt über die Seminare gemacht, sondern haben eigentlich sofort ihre Labore gegründet. Interessanterweise auch die Psychologie 1881. Die wollte auch Naturwissenschaft sein und hat anstatt ein Seminar zu gründen, ein Labor gegründet und hat auch ein psychologisches Laborpraktikum an den Anfang des Studiums gesetzt, was es mit Variationen auch bis heute noch gibt. Also wir haben hier eine zweite Art eigentlich des aktiven, auf kritischem Denken und Auseinandersetzung beruhenden Unterrichts, der aber typisch für die Naturwissenschaften ist. Anders gelagert als in den Seminaren, aber in der Entstehung doch irgendwo auf den gleichen Ideen beruhend.
Wir haben einmal bei den Seminaren die fehlende didaktische Erschließung des seminaristischen Unterrichts und kaum empirische Forschung. Bis heute gibt es fast keine Erforschung von Seminaren. Seminare waren immer ein selbstevident gutes Instrumentarium der Lehre und kaum in Fragestellung seiner Didaktik. Seminare sind sehr stark ritualisiert und wenig weiterentwickelt und adaptiert worden. Wir finden heute noch oft invariant die Wolffsche Grundformel für Seminare. Seminare wurden zum Problem bei hohen Studierendenzahlen, wenn die Anleitung zu gering wurde, die Leistungen, die die Seminaristen vollbringen müssen im Seminar, sind dann nicht mehr möglich. Und anstatt, dass das Seminar eine gute Gelegenheit ist, sich zu entwickeln, dominieren die Probleme, so wie ich es als Studienberater in Berlin erlebt hatte damals. Wir wissen auch, dass das wissenschaftliche Schreiben ohne Unterstützung zum Problem wird. Solange das kleine, elitäre, ausgewählte Gruppen waren, haben sie diese Schritte relativ mühelos geschaffen. Heute müssen alle Studierenden durch die Seminare und nicht alle bringen auf Anhieb die Kompetenzen mit, die sie brauchen, um dort mitmachen zu können. Wolff hat seine Studierenden ganz, ganz, ganz genau ausgewählt. Heute haben wir keine Ahnung, was die Eingangsvoraussetzungen für ein Seminar denn sind. Wir nehmen an, dass das mit dem Abitur oder was immer die Studierenden mitbringen, gegeben ist. Aber wir haben es nie untersucht. Wir nehmen an, dass im Verlauf der Entwicklung sich das irgendwie ergibt, aber wir wissen es nicht. Wir hatten dann also so 70er, 80er Jahre die Erosion des Seminarunterrichts, auch große Zweifel, ob das überhaupt noch sinnvoll ist. Der Verrottungsdiskurs können wir uns jetzt sparen. Bis heute ist unklar, wie viel Forschung und wie eng der Forschungsbezug in den Seminaren auch ist. Erst in den letzten 10 Jahren ist auch im deutschsprachigen Raum wieder ein nennenswerter Diskurs dazu entstanden, was eigentlich forschungsorientiertes Lernen ist. Leider nicht mit der Frage, ob das, was im Seminar passiert, auch wirklich forschungsorientiert ist und in welcher Weise es forschungsorientiert ist. Ich denke, auch da sollte mehr Klarheit entstehen. Außerdem werden heute viele Unterrichtsformen angeboten, die sich Seminar nennen, aber nicht alles, was 1,5 Stunden dauert, wo die Studenten aktiv mitreden dürfen, ist ein Seminar. Also man findet da manchmal auch die verrücktesten Definitionen für das, was ein Seminar sein soll. Und was heute auch fehlt, ist eine fehlende Differenzierung in Seminartypen. Pro-Seminar, Theorie-Seminar, Forschungsseminare. Es gibt einzelne Institute, wo wenigstens diese vertikale Hierarchisierung der Seminare in Eingangs- und Hauptseminare noch relativ gut etabliert ist, aber im Großen und Ganzen ist wenig solides Wissen da darüber, wie sich verschiedene Seminartypen unterscheiden. Also, was brauchen wir, wenn wir die Seminardidaktik erneuern wollen? Klaren Bezug des Seminars zur Forschung und zu forschungsorientiertem Lernen, das muss neu definiert werden. Was wir brauchen, sind Feedback-Kulturen, damit wir das, was Wolff ganz am Anfang sagte, ich bilde eine gute Gruppe aus meinen Seminaristen, damit wir das etwas gezielter machen können und die Studierenden aktiv in die Interaktion miteinander bringen und ihnen helfen, in Formen zu interagieren, dass das auch hilfreich ist. Schreibintensive Seminare können eine gute Hilfe dabei sein. Wir müssen die Kernkompetenzen in Seminaren besser unterstützen. Da können wir also von den ganzen Bologna-Bestrebungen sehr gut profitieren. Und wir müssen die Seminare curricular besser einbinden. Das heißt also, schauen eigentlich, wann im Verlauf eines Bachelorstudiums, was für Arten von Seminare stattfinden, dass sie nicht zu viel auf einmal haben. Wir müssen auch qualitativ bessere Seminare
anbieten, anstatt dass wir aus allem ein Seminar machen. Das Letzte, wo ich noch mal kurz drauf eingehen will, weil es ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist die Sache mit dem kritischen Denken. Auch da haben wir, wenn wir jetzt an die Humboldtsche Tradition denken, auch da haben wir ja die Vorgabe, dass das Studium vorwiegend die Denkfähigkeit und die Erkenntnisleistung der Studierenden befördern soll. Nicht Wissensvermittlung und auch nicht Verständnis, sondern die eigentätige Erkenntnis der Welt. Das ist so die Humboldtsche Formel, die ein bisschen romantisch war, insofern als Humboldt der Meinung war und eigentlich dieses ganze Jahrhundert noch der Meinung war, dass wissenschaftliche Bildung automatisch eigentlich zum Guten führt. Und die verschiedenen Katastrophen, die in den letzten Jahrhunderten stattgefunden haben, haben uns gezeigt, dass Wissenschaft mitnichten einfach nur die Gesellschaft verbessert, sondern dass sie auch in vielfacher Weise missbraucht werden kann. Sodass wir heute eine andere Vorstellung haben von dem, was das Denken in den Wissenschaften verlangt, nämlich dass es ein selbstkritisches Denken ist und ein Denken, was sich selbst in Frage stellt, nicht den Rest der Welt. Also kritisches Denken als ein Weg, ein Mittel, um das eigene Denken zu verbessern und gegen Irrtümer und Missverständnisse abzusichern. Und das Seminar bietet eine sehr gute Gelegenheit, kritisches Denken zu entwickeln, einmal über das Schreiben, weil wir das Schreiben als eine Art verlangsamtes oder kontrolliertes Denken in Interaktion mit einem Medium ansehen. Schreiben schafft also Denkräume, mentalen Raum für Denkleistungen. Es erlaubt mehrere Reflexionsschleifen, bevor wir uns auf einen Text festlegen. Es verlangt eine kreative Leistung. Es trainiert die Fähigkeit, unklare Probleme einem rationalen Zugriff zugänglich zu machen. Es verlangt sprachliche Mittel, entwickelt aber auch Sprachkompetenz. Nirgendwo lernen wir mehr über Sprachgebrauch, als wenn wir schreiben. Und was wir im Seminar machen können, ist, dass wir die Texte, die die Studierenden schreiben, als eine Art Fenster in den Text, in den Denkprozess verwenden. Und zwar gerade die Texte, die noch nicht fertig geschrieben sind. Gerade die unfertigen Texte zeigen uns, wie Studierende denken und helfen uns dabei, ihr Denken weiterzuentwickeln. Und ein zweiter wichtiger Punkt, den man im Seminar kultivieren kann, ist, dass Texte ein Feld intellektueller Begegnung zwischen Lehrenden und Studierenden sind. Nirgends kann man intensiver über Dinge reden und sich auseinandersetzen, die Studierende angeht, als wenn man sich ihre Texte anschaut. Und dieser Begegnungsaspekt ist wieder der, der einschließt, dass das auf einer gleichen Ebene geschehen sollte und nicht als etwas, mit dem man Texte einfach beurteilt, sondern es sollte eine Art Umgang mit dem Text sein, bei der man nicht sozusagen den Text korrigiert, sondern eine Kommunikation mit den Autoren beginnt. Ja, Fazit, wie ist das mit der Verschulung? Wenn man sich die Seminare anschaut, sieht man, dass schon ein bisschen Verschulung notwendig ist, dass anders solche Leistungen nicht erbracht werden können und Seminare nicht funktionieren können. Aber Verschulung ist nur so weit sinnvoll wie kritisches Denken, Forschungsbezug, autonomes Lernen und kollaboratives Arbeiten den Ton dabei angeben. Ich danke Ihnen. Thank you.